Seit 20 Jahren gehört der Park Bispinger Heide zu den beliebtesten Parks von Centerparks. Am Tag der offenen Tür feierte der Park sein Jubiläum mit einem besonderen Angebot inklusive vieler Überraschungen, die den Park so einzigartig machen. Kein Megastress, so wie es eigentlich im normalen Rahmen ist für Veranstaltungen dieser Art. Wir haben natürlich schon früh begonnen, damit anzufangen. Trotz alledem waren natürlich auch heute noch die letzten Handgriffe erforderlich. Wir sind sehr zufrieden, es läuft alles. Ja, es heißt Flyboard, also eine Kombination aus Jetski mit einer, ja, wie man es auch immer nennen mag, fliegenden Einrichtung verbunden mit einem 15 Meter langen Schlauch. Ja, und wir haben gesehen, wie man damit zaubern kann. Wir wissen es selber erst, dass es seit Montag dieser Woche möglich ist, diese Aktivität hier durchzuführen. Sind alle hellauf begeistert davon, möchten auch alle gerne mal das Ganze ausprobieren und sind im Moment in Gesprächen, das hier zu bestimmten Zeiten im Jahr anzubieten. Ja, der lange Kampf, der hat fast 10 Jahre gedauert. Wir haben es auch heute Morgen in den öffentlichen Reden gehört. Der damalige Gemeindirektor hat darüber ja eine Menge Ausführungen gemacht. Gott sei Dank sind alle Gräben, die damals aufgeworfen waren, im Vorwege der Eröffnung des Parks geglättet. Und viele haben angefangen hier zu arbeiten, von der damaligen Bürgerinitiative, die dagegen war. Insofern, wir freuen uns, dass es so gekommen ist. Ja, wir haben normal, ganz wie sonst auch an so einem Wochenende, rund 2500 Gäste im Park, die auch übernachten. Und um 15 Uhr konnten wir den 700. Tagesgast, der nur für diesen Tag auf die Tür heute gekommen ist, begrüßen. Und freuen uns über diesen Zuspruch. Wir haben Jetpack fliegen gesehen und Flyboard, zwei neue Hydrosportarten, wie man sie auch nennt. Und wir haben auch noch Elektro-Surfboard gesehen, so ein bisschen um den See herum. Elektrobetriebenes Surfboard, sehr umweltfreundlich und sehr schön zu fahren. Also das wird auf jeden Fall Fuß fassen in Europa. Es steckt gerade noch in den Kinderschuhen. Heute ist es nur Demo-Disziplin, ob es der Centerpark aufnimmt, da sind wir in Gesprächen. Aber praktisch an jedem Strand, wo man Jetski fahren kann, wird man auch Jetblade oder Jetpack oder Flyboard, wie man das nennt, fahren können. Das kann jeder lernen. Es ist wirklich sehr einfach. Es ist das einfachste Fliegen, was man sich vorstellen kann. Nach nur 10, 20 Minuten ist man schon einen Meter über Boden oder einen Meter über Wasser, besser gesagt. Also überhaupt kein Thema. Highlights wie kostenlose Indoor-Spielewelt Baluba im Formel-1-Stil, Kajakfahren und vieles mehr konnten von den Besuchern zum Jubiläumsangebot erkundet werden.